Hallo meine Lieben, zum Frühstück haben wir oft nicht so viel Zeit oder zur Mittagspause, am Nachmittag ein schneller Snack. Und da habe ich mir gedacht, wir machen heute zusammen richtig leckere und gesunde Riegel fürs Frühstück oder für zwischendurch, also richtige Breakfast Bars. Und was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch jetzt. Wir gestalten unsere Breakfast Bars ja vegan, deswegen habe ich jetzt hier Chiasamen. Ihr könnt statt Chiasamen auch sehr gerne ganz normale Leinsamen nehmen, die findet ihr überall eigentlich. Aber ich habe noch so viel Chiasamen da, deswegen benutze ich die jetzt. Und davon werde ich jetzt einen Esslöffel hier in meinen Mörser geben. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Schuh machen, einfach in der Tüte und mit dem Schuh immer drauf kloppen oder mit was anderem. Aber ich werde sie auf jeden Fall jetzt erstmal klein mörsen, weil sie dann später schneller ein Chia-Gel ergeben. Und das Chia-Gel ist ja so der Eiersatz im veganen Kochen. Wir merken, dass wir die einzelnen Chiasamen jetzt so aufgespalten haben und es sich so ein bisschen mehlähnlich verhält. Es sind zwar nur Strukturen erkennbar, aber das macht nichts. Und hier habe ich ganz normales Wasser in einen kleinen Behälter gegeben und da kommt jetzt unsere Chia-Pulver rein. Dann rühren wir das einmal kurz durch und dann lassen wir es erstmal stehen, damit daraus ein richtig schönes Gel wird. Und währenddessen kümmern wir uns um die anderen Zutaten, weil wir haben hier noch was vor. Einerseits habe ich hier die Datteln. Die werde ich so gut es geht klein schneiden. Ich habe jetzt hier richtig schöne große Medjool-Datteln, das ist ja so ein bisschen die Königin unter den Datteln, die man auch sehr, sehr gut einfach so essen kann. Ich finde, manche anderen Dattelsorten, die eignen sich zwar zum Backen, aber die sind immer ein bisschen hart. Außer man hat frische da. Und deswegen habe ich meistens Medjool-Datteln da, weil die kann man auch sehr gut zwischendurch mal snacken. Kern raus und wir schneiden mit unserem Messer möglichst kleine Stücke draus. Und wenn wir damit fertig sind, nehmen wir nochmal unseren Mörser zur Hand und hier könntet ihr wieder eine Tüte nehmen, zumachen und draufhauen oder mit den Händen das Ganze machen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Walnüsse und die Walnusskerne sind mir noch ein bisschen groß für meine Bar und deswegen werde ich es jetzt einfach ein bisschen kleiner stampfen. Nicht zu klein werden das Ganze, weil es soll ja kein Walnussmehl ergeben, sondern unseren Bars so ein bisschen Struktur geben. Das können wir jetzt auch erstmal beiseite stellen zusammen mit unseren Datteln. Schnibbelarbeit ist jetzt auch soweit durch und wir tauschen einmal hier. Ich nehme eine weitere Schüssel und dann habe ich hier etwas vegane Butter als Sahne. Gebe ich in meinen Behälter. Ich habe die jetzt extra schön weich werden lassen, weil wir sie jetzt zusammen mit etwas Apfelmark und meiner Süße, neben den Datteln, nehme ich noch ein bisschen Kokosblütensirup. Ihr könnt jetzt hier auch sehr gerne Ahornsirup nehmen, wenn ihr möchtet. Oder Agavendicksaft, wenn ihr das besser findet. Ich bin halt so ein Fan von Kokosblütensirup, weil es auch eine schöne karamellige Note hat. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu den Datteln. Und dann nehmen wir einen Schneebesen und machen daraus jetzt erstmal so richtig schöne, cremige Masse. Kleiner Tipp, wenn ihr merkt, dass eure Alsan so ein bisschen hart wird wieder, wegen der Kühle eures Apfelmarks oder ähnlichen, dann gebt dem Ganzen ein bisschen Hitze dazu, indem ihr es entweder in den bereits vorheizenden Backofen stellt oder in ein Wasserbad und dann wird es auch schön cremig. Dann können wir das zur Seite stellen und unser Hauptspielakteur kommt jetzt zum Vorschein. Und zwar, das ist nicht ganz normales Mehl, sondern es ist eigentlich Haferflocken. Haferflocken, die man entweder in einen Mixer gibt, damit sie richtig schön fein werden wie Mehl. Oder wie ich jetzt hier, ich habe jetzt hier einfach Instant Oats genommen. Dann kann ich mir die ganze Arbeit auch sparen. Das ist jetzt mein Mehl. Und da wird alles jetzt gleich stattfinden. Einerseits habe ich hier unsere schönen, weichen, klebrigen Datteln. Die werde ich jetzt hier reingeben, möglichst verteilt, damit es nicht ein großer Klumpen wird. Und dann kommen unsere Nüsse noch dazu und
unsere weiteren Zutaten zeige ich euch dann. Jetzt kommt etwas Bourbon-Vanille und Zimt noch dazu und eine Prise Salz. Und unsere flüssigen Zutaten dürfen wir nicht vergessen. Einerseits unsere Süße mit unserer Alsan-Butter. Dann, wie ihr seht, wie schön unser Chia-Gel jetzt ist. So richtig schön dickflüssig. Rühren, damit sich schön verteilt. Und abschließend kommt noch ein wenig Mandelmehl dazu. Ich meine Mandelmilch. Mandelmehl. Also es kommt noch Mandelmilch dazu. Aber ihr könnt natürlich auch eine andere Alternative nehmen. Und jetzt endlich die beiden zusammen. Und zwar das Flüssige kommt zum Festen. Und wenn man irgendwann mit Backspachtel nicht mehr weiterkommt, dann kommen die Hände zum Einsatz. Und deswegen knete ich jetzt meinen Teig nochmal gut mit den frisch gewaschenen Händen durch. Und was ihr jetzt aus eurem schönen Teig macht, das kann ich eigentlich völlig euch überlassen. Ich mache daraus jetzt Bars. Aber ihr könnt jetzt auch Kügelchen formen, wenn ihr wollt, also so Kugeln. Oder ihr sagt, okay, ich möchte daraus eine große Fläche machen, weil ich das eventuell auch als Kuchenteig nehmen möchte. Dann geht das natürlich auch. Aber ihr müsst wissen, der geht natürlich nicht auf. Ich werde ihn jetzt hier in meine Backform geben, damit ich ihn später unterteilen kann in einzelne Breakfast Bars. Dafür alles zurecht drücken. In die schönen Ecken. Und ich nehme jetzt extra hier diese Silikonform, weil die auch nicht klebt. Und dann hole ich das später richtig schön da raus. Und vergesst nicht, besonders bei veganem Teig könnt ihr problemlos alles vorher probieren. Und wenn ihr dann sagt, okay, es schmeckt mir jetzt noch nicht süß genug, süßt unbedingt mit irgendwas nach. Was ich euch jetzt empfehlen würde, ich hatte ja vorhin Kokosblütensirup genommen, weil man den auch ein bisschen braucht für den ganzen Backteig, damit er auch schön seine Konsistenz bekommt. Aber hier zum zusätzlichen Süßen könnt ihr gerne auch Stevia oder andere Süßungsmittel dazu nehmen, wenn ihr sagt, oh, ich möchte es gerne noch ein bisschen süßer haben. Fertig, zurecht gedrückt. Und jetzt kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen. 35 Minuten war mein großer Riegel jetzt im Backofen. Ich habe ihn jetzt schon rausgeholt, ein bisschen vorgearbeitet, ein bisschen vorgestrebt und habe ihn angeschnitten, ein bisschen kühlen lassen. Und ihr seht, wie bereits gesagt, er geht nicht auf, aber hat so richtig schöne, leichte, so knautschige Konsistenz innen, ist auch nicht trocken. Und ich habe jetzt hier mir schon die Freiheit genommen, zwei Beispielriegel zu machen. Ihr könnt es natürlich auch anders gestalten, wenn ihr möchtet. Ich habe mir gedacht, hey, das ist doch ganz cool, um es zum Mitnehmen bereit zu machen. Das heißt, ihr schneidet euch einfach einen solchen Riegel hier raus. Und zack, habt ihr auch schon einen. Und dann nehmt ihr etwas Backpapier, umwickelt das Ganze. Könnt ihr natürlich auch ganz hier rein tun. Und dann habe ich hier immer noch ein bisschen Schnur, so Kochbackschnur. Und dann wird das umwickelt. Knoten und Schleife drum. Und schon könnt ihr es zusätzlich zu eurem Pausenbrot oder zu eurem Salat oder was auch immer ihr mittags gerne mitnehmt, dazulegen in eure, ja, in eure Tupperware oder ähnlichen. Und dann habt ihr einen Riegel für zwischendurch oder sogar ein Frühstück für unterwegs. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken, beim Nachzubereiten, beim Nachverpacken. Und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr mehr solche gesunden Snacks on the go haben möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!